Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Und wir waren jetzt erstmal stehen geblieben im Galbadia Bezirksgefängnis. So, dann wollen wir mal. Wo waren wir gerade? Ach ja, wir waren doch gerade beim Runterlaufen. Richtig, richtig. Und bezüglich des Rosetta-Steins nochmal. Wir müssten eigentlich wieder nach oben und diesen komischen Typen da nochmal ein paar Mal bekämpfen, sag ich mal. Also mit Karten spielen. Aber, naja. Ich denke mal, ich brauche den Rosetta-Stein jetzt erstmal nicht. Das bringt mir eigentlich nur den Effekt, damit ich 4 Abilities gleichzeitig haben kann. Und eigentlich brauche ich den so ziemlich gar nicht. Wir holen uns den später nochmal in einer anderen Stadt. Aber falls ihr den haben wollt, dann müsst ihr halt gegen den Typen da oben kämpfen, während er von euch 500 Gil für einen Fight möchte. Und ja, wir laufen jetzt einfach weiter nach unten. 4. Etage, Ich frage mich, wie viele Etagen hier eigentlich nochmal sind, so genau. Ich glaube, es gibt nicht mal die 3. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich sofort unten, oder? Oder eher gesagt, wenn, dann wäre das jetzt die kommende Stage, die letzte Stage, dann wären wir ganz unten. Oh, du bist. Hi. Willst du Schläge? Ja, okay, du kriegst Schläge. Dann werden wir doch mal ein bisschen N-Munition. Standardschuss. Mal wieder. Pow, pow. Pow, pow. Oh, er ist schon tot. Gute Nacht. Schraube halten, yeah. Gut. Gehen wir mal hier runter und... Oh, der Kran. Schnell rauf. Oh, hier werden wir dann. Pur, dankbar, dankbar. Hütte halten, yeah. Ich denke mal, ich weiß, was ich damit anrichten werde. Ability. Lebenswandler. Hier Zelt. Wer braucht Zelt? Moment mal eben. Also es irritiert mich sonst zu viel. Moment, hier. Zu Scroll. Selfie geht zu Cell. Und Quizzes tauscht mit Renoir. Genau, so war das. So. Hier jetzt noch einmal Lebenswandler. Zelt auf Renoir. So. Die hatte jetzt 30. So, jetzt nochmal die Hütte nehmen. Hütte. Da, Renoir. So, jetzt hat sie 50. Und mit irgendwas hat sie es eh schon gekoppelt, ne? Mit der HP, genau. Jetzt hat sie nämlich 2200. So, das ist super. Schauen wir nochmal. Optimal. Flupp. Jetzt hat sie Engel genommen. Und Stärke hat sie Tigra genommen. Okay. Müssen wir jetzt irgendwas noch heilen? Ne, ne? Nö, kann einfach weitermachen. Hier gehen wir einfach mal hoch. So, in dem Raum... Ist rechts ein Speicherpunkt, sieht man glaube ich aber auch nur mit Wünschelrute und ja, gehen einfach nach oben. So, von hier aus geht es einfach mal nach oben, hier raus, wo dann Folgendes passiert. Yeah, wir sind draußen. Gefangenen ist es untersagt, dieses Areal zu betreten. Eliminierung wird eingeleitet. Von wegen Eliminierung, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Lass sie nicht entkommen. Zeit mal ein bisschen Ifrit zu zeigen, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise mit Ifrit zeigen, wo der Hammer hängt. Melten. Du hast Melten? Naja, nicht zum Drawn. So viel steht fest. Meteorfeuer. Sonst kommen wir ja gar nicht dazu, irgendwelche GFs zu beschwören. Also machen wir es einfach mal jetzt. Oi, hat bestimmt weh getan, hä? Die Flunkern bestimmt nur sagen jetzt, nein, nein, hat's nicht, aber es hat bestimmt weh getan. Okay, so viel Schaden war es zwar wirklich nicht, aber trotzdem. Immerhin etwas. Und Attacke! Die Teile haben ja nicht so viel Leben, das sollte ja nicht lange dauern, die kaputt zu machen. Aber halt schon mal mehr als normal und hey, Multikult ist ready. Aber usen wir das lieber auf den anderen. Multikulti und ich sage einfach mal ciao, Typ. Ciao, Typ. Boah, toller Abgang. Bam, bam. Wenn das jetzt nicht der letzte Schlag von Renoir ist, dann ist es garantiert mein Schwertschlag. Bam.
Dass hier ein Boss-Battle-Mucke kommt, wundert mich eigentlich, ne? Weil, naja, so dramatisch ist es nun wirklich nicht. Hey Squall, hörst du mich? Hey, hey! Du meinst doch nicht etwa das hier? Was ist, wenn Squall und die anderen schon vorher rausgegangen sind? Ich höre euch. Hey, seht ihr? Es war doch okay. Squall, gib mir von dort die Erlaubnis, zum Hochfahren. Wie geht das? Hey, überlass das mir. Okay, wir kommen gleich. Warte eine Sekunde. Ziemlich langsam. Lassen wir uns doch Zeit. Es scheint, dass sie okay sind. Egal. Uns interessiert das nicht. Wir gehen einfach weiter raus. Oh, schön die Aussicht hier. Wüste, Wüste, Wüste. Was zum Henker? Es bringt gar nichts, jetzt rauszugehen. Nein, als ich vorhin ankam, war hier alles. Wir gehen erstmal in den anderen Komplex. Okay, dann lasst uns gehen. Hä? Was? Wo? Hä? What? Nein! Oh weia, gräbt sich das Ding gerade ein? Das ist gerade ganz schlecht. Squall, los, schnell! Naja, das ist nicht ganz so schwer. Da hält man einfach den Stick ganz nach rechts und... Oh mein Gott, Leute, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Na toll, Game Over. Natürlich nicht. Wir sind natürlich am Leben, aber das habt ihr doch sicherlich gewusst, oder? Das gerade eben war ja ziemlich knapp. Stimmt. Kein Wunder, dass der Kran so langsam war. Es gab Tauchalarm. Jedenfalls sollten wir hier weg. Ich mag diesen gelben hier. Ich nehme dann den anderen. Ich auch. Hey! Na komm schon, Irvine. Irgendwie dieser Dialog irgendwie gar keinen Sinn. Okay, ich nehme den anderen, aber sie steigt in genau den gleichen Wagen ein. Sehr logisch erscheint mir das nicht. Was ist? Die Hexe plant einen Raketenangriff auf den Garten? Rinoa sagte, dass Irvine das gesagt hat. Wir müssen schnellstens den Garten wahren. Steigt ein. Bellen und Trabia Garten sollen die Ziele sein. Wir werden den Angriff stoppen. Wir müssen den Angriff verhindern. Aha. Okay, hier gibt es eine Runde Aero. Das ziehen wir einfach mal mit Squall, ganz easy peasy. 7 Aero, yeah. Ich war bis vor kurzem im Trabia-Garten. Ich kann nicht einfach rumsetzen und Däumchen drehen. Bitte, bitte, Chef. Sag uns, wer zur Raketenbasis geht. Leicht gesagt, das ist ja ein Himmelsfahrtskommando. Wir stimmen jetzt ab. Squall wählt die Leute aus und geht nach Bellum zurück. Wer dagegen ist, meldet sich bitte jetzt. Du kannst frei über mich verfügen. Du bist kein Seed. Squall, du bist Anführer. Teile jetzt die Gruppen ein. Anführer, mich hat man ja gar nicht gefragt. Ich habe gehört, dass man zuerst Trabia, dann Bellum angreifen will. Sorry, meine Freunde. Ich konnte nichts machen. Ich bete, dass euch nichts passiert. Das waren doch bestimmt Blindgänger, oder? Hoffen wir es mal. Chef, schnell nach Bellum. Wen nimmst du jetzt mit? Squall, na los. Squall, entscheide dich. Denk gut nach, Squall. Tja, warum ich? Schon gut, ich mach ja schon.
Gut, ich nehme dann einfach mal Cell mit. Ich nehme Cell mit, oder? Nehme ich Cell mit? Ja, am liebsten würde ich Cell mitnehmen. Aber ich muss nicht unbedingt. Auf jeden Fall nehme ich einfach mal Renoir mit und ich nehme Quistis mit. Das ist mal was anderes. Normalerweise fällt die Wahl nämlich ganz schön anders aus. So, jetzt erstmal hier. Moment. Austausch. Squall tauscht einfach mal mit hier, mit Irvine. Und Renoir tauscht eben mal mit Selfie. Genau. Gut. Ich gehe nicht nach Bellamp. Ich gehe zur Raketenbasis. Ich muss Rabia rächen. Das war das Bellum-Team. Der Rest geht zur Raketenbasis. War die Einteilung richtig? Es bleibt dabei. Wir handeln zum ersten Mal. Nicht auf Befehl der, des... oder... Auftrag. Selfie, hast du einen Plan? Wenn wir diesen Galbadia-Wagen nehmen, werden sie uns sicher hineinlassen. Was danach passiert, überlegen wir, wenn wir dort angekommen sind. Ist das okay? Sorry, ich meine, danke. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Schnell zum Bellum Garden. Wir sehen uns im Bellum Garden. Könnt ihr mal schnell einsteigen? Ich warte hier die ganze Zeit schon. Squall, Tempo! Ja, Moment, ich kann ja nichts dafür. Ihr braucht ja hier so lange. Gut, da wären wir also. Wir nehmen den Zug. Okay. So, gehen einfach mal hier unten lang und da rein und dann wird alles fein. Oh, da sind ein paar Soldaten am Quatschen, aber die ignorieren wir einfach. Während er weg ist, nehmen wir einfach mal den Zug. Hey, stopp! Squall, da kommt ein Soldat! Na und? Stehen bleiben! Ich zeige euch meinen Kampfgeist. Übernimm dich nicht. Wow. Hoffentlich hat er sich nichts gebrochen. Tja, so, auf zur Raketenbasis. Okay, dann wollen wir mal. So, von hier aus geht's einfach mal nach links. Scharfe Kurve links und dann geradeaus durchhalten, draufhalten. So, ich denke, wir brauchen erstmal nichts hier. Wir brauchen weder Timber noch sonst was, noch irgendwelche Items. Wir gehen einfach direkt hier rein. Ihr könnt durch. Was? Wirklich? Dankeschön. Nach Traber Garden wird der Bellum Garden attackiert. Bitte blablabla. Die Uniform stinkt ja widerlich. Och nö, sie kratzt auch noch. Und? Wie sieht er aus? Der Zeitplan. Ach, das ist doch jetzt egal. Wir müssen die Raketen stoppen. Wir werden sämtliche Räume durchsuchen und sie zerstören. Am Schluss werde ich die ganze Anlage in die Luft sprengen. So mag ich dich, Selfie. Na dann mal los. Und ab. Okay. Gehen wir dann mal rein hier. So, hier gibt es einen Speicherpunkt und da sollen wir den nutzen. Ja, können wir machen, ne? Steckplatz 1. So, speichern hier mal ab. Boom, Galbadia Raketenbasis. Da wären wir denn. Eine ID-Karte? Haben wir nicht. Schrei doch nicht rum. Die lag im Wagen. Vielleicht passt sie ja. Und flupp. Identifikation positiv. Zugriff gewährt. Ja. Wow, da steht jemand. Was tue ich jetzt? Einfach so wie immer. Langsam gehen, leise vorbeischleichen. Auch einfach so wie immer. Ich verhalte mich so wie immer, sonst fällt es bestimmt auf. Aha. Okay. Hey, ihr da, wartet. Hoppla, was will er? Waren wir doch zufällig? Hier ist kein Spielplatz. Lauft hier nicht herum. Puh, hat der mich erschreckt. Tut mir leid, ich werde aufpassen. Na schön, dann gehe ich mal weiter. So.
Hier unten werden dann mal Raketen transportiert, aber die sind uns eigentlich relativ wurscht. Oh, noch ein Speicherpunkt. Hey, was geht ab? Hier geht es um Raketenlift. Aha. Ach komm, wir machen uns einfach mal direkt an den Computer hier ran. Caution. Authorization required. Oh, verdammt. Wir brauchen hier wohl ein bisschen, ja, ein paar Rechte hier. Hey, Finger weg. Okay, dann gehe ich einfach mal hier rein. Was geht ab? Eigentlich müsste die letzte Abschussrampe bald eintreffen. Naja, eigentlich. Erzengel. Wow, geiler Zauber. Selfie, nimm dir das mal. Wir sind gerade am Checken. Stör uns nicht. Na dann, dann will ich ja wirklich nicht stören. Gut, dann gehen wir aber mal hier hinten hin. Hier gibt es noch einen Drawpunkt. Und da gibt es Blende. Blende kriegt Irvine. So, Irvine hat 6 Blende bekommen. Hä? Was wollt ihr? Wir sind beschäftigt. Hey, du musst gleich den Generatorraum checken. Ist es schon so spät? Ich habe doch heute wegen dem Abschuss keine Zeit. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und eine Nachricht weiterleiten? Sag bitte dem Mann am Raketenlift, dass er alleine hingehen soll. Tut mir bitte den Gefallen. Danke. Na schön, okay. Dem Mann am Lift. Das klingt einfach. Wer ist gemeint, der hier? Entschuldigung, wir haben eine Nachricht. Was denn? Was war das nochmal gleich? Es soll vorausgehen. Die anderen gehen voraus. Es soll vorausgehen. Wegen dem Generator. Sie sollen alleine hingehen. Die anderen sind zu beschäftigt. Hab verstanden, aber ich habe selbst noch viel zu tun. Könnt ihr denen ausrichten, dass ich das zurzeit nicht schaffen kann? Natürlich. Wir sind hier wieder die Laubburschen. Was denn sonst? So, hier hinten wären wir dann. Er schafft's heute auch nicht, weil er ebenfalls beschäftigt ist. Was machen wir jetzt? Psst, was fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Was wäre, wenn... Es hilft nichts. Könnt ihr das nicht erledigen? Das ist gegen die Vorschrift. Was ist, wenn der Kommandeur davon Wind bekommt? Ach komm. Wir sollen doch nur gucken, ob die Geräte laufen. Na gut, wenn du meinst. Tja, so sieht's aus. Wir zählen auf euch. Verstanden. Ja, ich werd's komplett demolieren. Weiter geht's. Ja, hier nach oben. Da hinten ist nämlich der Kontrollraum, zu dem wir hin müssen. Dort müssen wir nämlich jetzt alles, ja, checken, in Klammern. Gut, ich will hier rein. Uns wurde diese Kontrolle des Raumes befohlen. Okay, dann habe ich jetzt auch Wachablösung. Ich hole meinen Partner. Viel Spaß bei der Kontrolle. Lalalala. Ja, whatever. Hier ist noch ein Drawpunkt übrigens. Hier rechts, was war das nochmal? Eis oder so? Oder doch was ganz anderes? Oh ja, doch, Eisra. Da. Gib einfach mal Irvine. Alles zu Irvine. So, da bin ich mal gespannt. So, was mache ich jetzt mit der Kontrolltafel? Ein paar Mal draufschlagen, das ist immer gut. Ja! Bam, bam! Ach, es passiert nichts. Irgendwie rumtippen. Ja! Yeah. Oh, ja! Yeah. Geil! Babadabadababa! Super! Ui, das Licht ist jetzt aus. Fehler in der Stromversorgung, Techniker. Bitte zur Kontrolle. Moment. Was? Kontrolle? Ich will nur zur Kontrolle. Wir sollten hier schnell abhauen. Los geht's! Hey, ihr da! Was ist denn hier passiert? Ach nein, ausgerechnet jetzt! Ich rede mich heraus. Eine Ausrede. Wir sind auch eben gerade gekommen. Wir wollten gerade Hilfe holen. Wir wollten gerade jemanden holen. Verstanden. Überlasst uns den Rest. Hey, was macht ihr? Ach, was zum Teufel? Oh, scheiße. So, weiter. Selfie ist ja ziemlich schräg. Okay. Gut, dann gehen wir einfach hier weiter. Drawing. Helft mal mit. Wir haben wegen dem Stromausfall nicht genügend Leute. Wenn es sein muss. Okay, los. Ah, ist meine Chance jetzt.
Speicherpunkt. Blub, Speicherplatz 1. Gut, speichern wir hier eben mal ab und machen hier mal ein kleines Boyskin. Bis zum nächsten Mal, Leute.